Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide. Heute will ich euch mal zeigen, wie ihr automatischen Warentransport mit Fahrzeugen bewerkstelligen könnt. Freischalten könnt ihr das mit Stufe 3 Kohlekraft. Und wenn ihr Kohlekraft freigeschalten habt, dann könnt ihr auch LKW-Stationen und Schlepper bauen. Und ich stehe hier gerade vor einem Kohlevorkommen. Und genau da fangen wir jetzt an. Wir bauen jetzt erstmal einen Miner. So. Geben dem mal ein bisschen Saft. Und jetzt können wir unter Fahrzeuge eine LKW-Station bauen. So, die LKW-Station ist ziemlich groß. Und ihr seht hier zwei Eingänge und einen Ausgang. Die erkläre ich euch gleich, was ist. Oh, jetzt gucken wir mal, wo wir das Ding mal zum Testen mal hinpacken. Das ist jetzt schon die dritte Aufnahme. Das will immer alles nicht so klappen, so Vorführeffekt, ja. Ich habe ja schon einige programmiert und die funktionieren auch alle. Aber das kriegen wir hin. So, dann zeige ich euch erstmal genau. Hier die beiden Eingänge. Das hier sieht schon aus wie ein Tank, ist ein Tank und ist für den Brennstoff, der automatisch an das Fahrzeug übermittelt wird, damit das Fahrzeug Energie hat. Es hat auch so ein Brennstofflager und das wird hier übertragen. Der zweite Eingang, der hier, ist dieses Lager. Und hier wollen wir jetzt die Kohle rein transportieren lassen und sagen hier genau das. Pfeil nach unten bedeutet, es wird beladen. Hier wird das Fahrzeug beladen. Hier kommen ja auch die Ressourcen her. Und irgendwo anders am Ziel wird er dann entladen. So, und hier ist dann, das ist dann fürs Ziel später. Hier ist der Ausgang. Da wird die Ware, die hier im Lager ankommt, geliefert wird, weiter transportiert. Zur Gießerei zum Beispiel, wenn ihr später Stahlrohre herstellen wollt mit der Kohle. So, dann brauchen wir natürlich jetzt mal Förderbänder. Förderbänder. Bauen wir. So, erstmal zum Tank. Dann brauchen wir noch einen Splitter. Und beliefern das Lager auch noch. Oh, dann wird jetzt die Kohle in den Tank und in das Lager transportiert. Später könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Gibt ihr noch mehr Brennstoffmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn es den Erdöl gibt. Aber am Anfang könnt ihr genau das tun. So, und weil ich hier keinen Strom drauf habe, ich Depp. Ich vergesse das auch immer wieder. So. Jetzt wird's gefüllt. So, Brennstofflager füllt sich und das Transportlager. Gut, dann haben wir das fertig. Jetzt schnappen wir uns mal eine andere. Machen wir mal hier hinten. Das wird dann das Ziel. Noch eine LKW-Station. Ja, machen wir so. Dann kommt der von da, dreht hier um und ja, das sieht gut aus. Brauchen wir nur noch Strömlinge. Sehr schön, sehr schön. So funktioniert das. Jetzt brauchen wir also nur noch... Halt, wir müssen hier noch gucken. Sagt er auch... Nee, sagt er nicht. Hier soll entladen werden. Genau. Dann brauchen wir nur noch unseren kleinen Schlepper. So, den stellen wir gleich mal in die richtige Position. Und da wird er auch schon automatisch beladen. Düt. So, das Schöne am Schlepper und generell am Fahrzeug ist, die haben auch eine Werkbank. Die kann man schön hier craften, wenn man mal gerade nicht am Hub ist. So, Fahrzeug. Ihr seht, da wurde schon beladen. Das
Brennstofflager füllt sich auch, also der Brennstofftank. 59, 60. Solange der hier steht, wird der voll beladen. So viel brauchen wir aber gar nicht. So, denn halt. So einsteigen können wir von den Seiten oder von vorne, von oben. Nur hinten ist halt die Werkbank. So, dann nehmen wir mal rein. Gut, links seht ihr die Gesundheit. Die ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Rechts ist viel wichtiger. Fahrzeugweg. Keine Aufnahme. Autopilot aktiv. Nein. So, wenn ihr jetzt im Fahrzeug seid und C gedrückt haltet, dann kriegt ihr ein neues Menü. Und hier könnt ihr sozusagen mit allem anfangen. Autopilot aktivieren bedeutet, den Pfad, den ihr aufgenommen habt, den wird das Fahrzeug automatisch immer wiederholen. Machen wir jetzt natürlich nicht, weil wir sitzen ja selber drin. Wir müssen erstmal den Pfad vorgeben. Wegknoten ausblenden. Wenn ihr den Pfad aufgenommen habt, seht ihr ihn immer anhand von blauen Pfeilen. Damit ihr immer seht, welchen Pfad ihr da programmiert habt. Könnt ihr aber auch ausblenden, wenn ihr da auf Ausblenden klickt. Dann seht ihr sie nicht. So, Clear Pass, wenn ihr Scheiße gebaut habt oder irgendwas ist ja schief gelaufen, passiert mir auch ständig. Dann kann man mit Clear Pass die Aufnahme sozusagen löschen und dann kann man sie neu starten. So, was wichtig ist, jeder einzelne Befehl hier wird, ihr müsst ihn einzeln ausführen, klicken, also zum Beispiel Clear Pass und dann C loslassen und dann C gedrückt halten und den nächsten Befehl, ansonsten funktioniert das nicht. Ist mir auch erst vorhin aufgefallen, ist nur mal so am Rande. Nicht, dass ihr euch wundert, dass hier irgendwie Befehle nicht genommen werden. So, jetzt werden wir mal Aufnahme starten. Linksklick, patsch, hupt da. So, Aufnahme startet und wir fahren los. Wir müssen genau eine Runde rum. Beladen wurden wir. Wow. So, jetzt wird entladen. Jetzt fahren wir wieder hin. Können hier über Stock und Stein fahren. Der ist da nicht so pingelig. So. Aufnahme beenden. Und jetzt sehen wir den Befehl Autopilot aktivieren. Und jetzt sollte er normalerweise gleich loslegen und alles so abfahren, wie ich ihm das gezeigt habe. So, hier seht ihr auch die blauen Pfeile. Das ist der Pfad. Ah, jetzt fährt er da hinten hin. Ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Okay, der fährt einfach dran vorbei. Aber scheint er geklappt zu haben. Das Gute ist, dass die Station nicht so genau ist. Sonst wäre es auch schwierig. Laden. Hier ist es raus. Hier können wir mal unter Fahrzeug gucken. Da ist wieder was Neues drin. Und da fährt er wieder los. Und er füllt hier immer seinen Tank auf. So viel fährt er ja nicht. Das ist ja minimal. Das sind vielleicht 3-4 Kohle. Auf die kurze Strecke. Ihr müsst halt nur, wenn ihr wirklich sehr lange Strecken habt, einfach mal abfahren, ob es reicht, wenn nur eine Station Brennstoff hat. Also wenn ihr damit nur noch 49 Brennstoff da hinten ankommt, dann kommt er nicht mehr zurück, dann bleibt er unterwegs stehen, wenn er leer ist. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Mir ist es am Anfang auch öfter passiert, dass der Schlepper irgendwo doof rumstand. Ich habe mich nur gewundert, warum passiert hier nichts mehr? Ihr seht hier schön oben auf dem Kompass, in der Mitte von oben Mitte vom Bildschirm, seht ihr, wie sich das Fahrzeug bewegt. Das ist das Schöne. Und wenn ihr, auch wenn ihr 1000 Meter weit weg seid, wenn sich da irgendwann nichts mehr bewegt, dann ist irgendwas schief. Wobei auf die Entfernung sieht man das wahrscheinlich nicht, weil meine beiden Fahrzeuge da, die sind definitiv unterwegs. Ja, auf die Entfernung ist das natürlich... Ja.
Gut, also bei 1000 Meter wahrscheinlich nicht. Oder die hängen jetzt wirklich fest. Das kann wirklich sein. Mir ist nämlich vorhin die Sicherung rausgeflogen und ich bin jetzt hier so weit weg von meiner Base und habe das Kabel hierher gezerrt und dann ist die Sicherung rausgeflogen und dachte ich mir so, nein! Und die Sicherung ist immer noch raus und ich habe mir da hinten drei Biogeneratoren gebaut, damit ich euch das hier mal zeigen kann. Sonst hätte ich nochmal zurücklaufen müssen. Kann natürlich sein, dass die jetzt leer gelaufen sind. Weil natürlich, wenn hier nichts mehr nachkommt, dann ist hier im Brennstofftank schnell Ebbe. Meine Fahrzeuge, die fahren ja auch ein bisschen schneller, ein bisschen weiter als die kleine Strecke hier. Ja, aber ihr seht schon, der macht hier munter, was er soll. Ganz gemütlich. So, selbst mit den 60, also die kleinste Fördermenge haben wir hier gerade mit dem Miner MK1. Ist auch nur normal. Also nur 60. Und das reicht locker aus. Und da hinten füllt sich das Lager, da können wir mal reingucken. Ja, sind schon 220 angekommen. Sehr schön. Mit effektiveren Minern und Vorkommen und schnelleren Bändern ist das natürlich, da kriegt ihr natürlich richtig große Mengen bewegt. Ich glaube, hier in der Beschreibung steht nix. Gut, ich hätte gedacht, dass da mal was stand von 240 pro Minute. Aber eigentlich, theoretisch kann der komplett vollgeladen werden. Und der LKW später, der ist noch ein bisschen behäbiger, der ist ein bisschen schwieriger zu handeln, aber der hat dann halt schon 48 Slots hier. Also fast das Doppelte. Der kann richtig große Mengen bewegen. So, man sollte natürlich aufpassen, dass man dem hier nicht in der Quere kommt. Ihr könnt aber jederzeit euch draufpacken. Dann passiert gar nichts. Der wartet denn. Und wenn ihr aussteigt, dann übernimmt er wieder und fährt los. So, ich wurde mal überfahren. Da liege ich nun. So. Hab ich mal mit Absicht jetzt gemacht. Ja, ist mir auch schon öfter passiert. Weil die heizen ja ganz schön lang. Und wenn man da gerade irgendwo lang läuft und dann kommt er. Oh. Hat geklappt. Aber jetzt bremst er, bremst er, bremst. Nee, er fährt nicht. Fährt er da noch lang? Nee, macht er nicht. Aber er findet seinen Weg wieder. Genau. Na, jetzt ist er aber doch hingeknallt. Jetzt habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ihr seht, da wird nicht gelöscht oder so. Solange ihr den auf Autopilot habt, könnt ihr damit auch mal ein bisschen rumfahren und lasst ihn dann auch wieder alleine fahren. Gut, ich hoffe, euch hat es geholfen. Ihr könnt ja mal ein paar Kommentare abgeben, wie das bei euch so funktioniert hat. Ob ihr da auch mal in die Tischkante gebissen habt, um das zu automatisieren. Wenn ihr dieses Video gesucht habt und gefunden habt, dann wahrscheinlich schon. Ich habe ein bisschen rumprobiert und ja, das ist alles Übungssache. Ist manchmal ja nicht so einfach. Ich habe ja jetzt auch drei Aufnahmen gebraucht, damit es dann doch mal funktioniert. Und boah, patz, und liege ich unterm Förderband. Sehr schön. Da hat er mich aber weggeboxt hier. Sehr schön. Ja, das sollte nicht passieren. Ich verstecke mich hier hinten. Ah, jetzt hänge ich fest. Nein. Gut, alles klärchen. Dann viel Spaß euch noch und bis zum nächsten Guide oder auch in einer Let's Play-Folge. Wir sehen uns. Bis denne.